Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video will ich mal ein simples Regal bauen, aber schalt noch nicht ab, denn ich werde heute dafür eine neue Maschine benutzen. Und zwar da hinten diese. Das ist eine richtig tolle Maschine, auf die werden wir ein bisschen später eingehen, aber als erstes zeige ich dir mal, wo das Regal jetzt erstmal hin soll. Hier hinter mir seht ihr so ein bisschen Platz an der Wand und da soll es in etwa hinkommen. Ganz, ganz wichtig, die Maschine kann natürlich ein bisschen mehr als das, was ich heute mit ihr machen werde. Aber ich will gar nicht so viel sabbeln. Wir schneiden jetzt erstmal ein bisschen Material zu. Ja, und damit geht's jetzt los. Viel Spaß! Wie gesagt, heute, das ist auch so ein kleines Übungsprojekt für mich selbst. Deswegen habe ich auch gerade noch einmal den Anleimer benutzt. Einfach nur, damit die Multiplexplatten gerade an den Kanten ein bisschen schöner aussehen. Aber auf jeden Fall habe ich das Ganze jetzt auch schon grob geschliffen. Und jetzt können wir uns erstmal um die Lochreihen kümmern. Da bin ich super gespannt. Ich bin mal auch gespannt, ob es bei dem ersten Versuch gleich funktioniert. Wir gehen mal zur Systembohrmaschine. Das hier ist auch schon das gute Teil. Ich werde sie jetzt erstmal hier hinten in diesem Ecken stehen lassen. Und ihr werdet auch gleich schon sehen, was ich meine mit Platzbedarf. Denn das hier sind die Arme, an denen man die Raster einstellen kann, um halt eben an den richtigen Stellen halt diese vier Bohrungen jeweils vorzunehmen. Ich werde jetzt mal montieren. Und dann schauen wir mal gleich, ob wir das Ding zum Laufen bekommen. Der Motor hier geht pneumatisch hoch und runter, deswegen passt mal auf, wenn ich jetzt Druckluft drauf gebe. Und schon ist er oben. Jetzt können wir nämlich hier damit halt eben das Ganze hoch und runter fahren. Zack, jetzt ist er auch entspannt. Nehmen wir einfach mal an, das hier wäre unser Werkstück. Da könnten wir das jetzt hiermit erstmal festspannen. Ihr seht, das ist jetzt fest. Und dann können wir auch hiermit unseren Bohrmotor halt eben nach unten bewegen. Wenn wir das jetzt wieder lösen wollen, drücken wir einfach diesen Knopf. Dann sind die Hebelchen auch schon oben. Warum habe ich sie so lange nicht benutzt? Weil ich am Anfang die Fräser bei der ersten Bohrung kaputt gemacht habe. Da war sie nämlich noch auf einen Forstnerbohrer eingestellt. Eigene Blödheit. Aber da lernt man ja bekanntlich am meisten. Es ist jetzt auch noch kein Strom drauf, das werde ich gleich machen. Ich zeige euch jetzt erstmal das Bohrwerkzeug. Das ist ja nämlich in dem Fall vierfach. Wir haben hier unten drunter nämlich vier Aufnahmen, wo wir halt eben hier diese Bohrer reinpacken können. Und weil halt eben zwei von diesen vier Bohrern entgegengesetzt vom Uhrzeigersinn laufen, müssen die auch andersrum geschliffen sein. Ihr seht hier, diese äußeren habe ich kaputt gemacht. Dafür habe ich mir jetzt aber auch schon entsprechenden Ersatz gekauft. Wo ist der Ersatz? Hier ist der Ersatz. Würde ich sagen, bauen wir die erstmal wieder ein. Einmal neu. Und zweimal neu. Ah, Oleg, die sind hier spendabel, die haben ja sogar schon die Madenschraube innen drin. Das hier sind die alten Fräser, da ist eine Madenschraube unten drin, da kann man halt eben einfach die Bohrtiefe ganz genau einstellen. Aber ich habe gerade gemerkt, dass die von Felder echt spendabel sind. Da ist nämlich die Madenschraube. Die kann jetzt wieder hier rein. Jetzt seht ihr, das Fräswerkzeug ist eingebaut. Und jetzt können wir auch diesen Fräser wieder festspannen. So, die ganzen Werkzeuge können wir jetzt auch hier einbauen. Das ist so ein Kabinett. Ja, ein Kabinettverschluss, ja. Das ist so ein Hakenverschluss. Und die steckt man dann einfach so rein. So, ich musste jetzt einmal alles nochmal so ein bisschen einstellen, denn das war alles nicht zentriert. Das bedeutet, der rechte Anschlag war zum Beispiel 5 mm weiter rechts. Und das hätte halt zur Folge, dass die Lochreihe nicht gerade wäre, sondern schief. Das habe ich jetzt eingestellt, das hat ein bisschen gedauert und ich habe auch schon ein Brett gebohrt. Jetzt werde ich euch mal zeigen, wie man da vorgeht. Das hier ist übrigens das System 37. Ich habe hier 15er Multiplexbretter und die sind eigentlich ein bisschen dünn, denn hier diese Anschläge funktionieren bei 18 mm eigentlich besser. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man überall plan anlegt.
Wie geht man da jetzt vor? Ist relativ simpel. Ich habe mir unten den Startpunkt markiert, dass ich auch von hier unten als Anschlag nach oben arbeite. Jetzt kann ich mir einfach das Brett nehmen, leg das Ganze an den ersten Anschlag. So, das ist es noch nicht. Ey, ich habe voll die Idee. Ich lege mir einfach ein Brett, oder? Also ich habe das Ganze jetzt am ersten Anschlag angelegen und jetzt kann ich einfach diesen Hebel hier betätigen. Jetzt kann ich an den nächsten Anschlag. Und so kann ich dann einfach meine Lochreihe bohren. Das war ein sogenannter Fail. Jetzt kann ich mein Brett einmal rumdrehen. Diese Anschläge hier rasten auch immer nach diesem System 37 ein. Das bedeutet, wenn ich den jetzt ein Stück nach rechts verschiebe, dann habe ich den genau 37 mm verschoben. Aber jetzt muss ich halt mit meinen ganzen Anschlägen ein gutes Stück weiter hoch, damit ich diese Lochreihe komplett fortsetzen kann. Merke immer, wenn ich irgendwie mich echt voll am Konzentrieren bin, dass ich immer weniger spreche. Sorry dafür. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt erstmal angeschaut, dass hier diese Abstandshalter, die müssen immer 4 Einheiten auseinander sein. Dann bin ich immer in der richtigen Rasterung und es muss immer auf den ungeraden Zahlen sein, damit ich jetzt hier richtig weitermache. Genau, jetzt gehe ich mich mal auf die 25 und jetzt passt sie mich wieder. So, wenn das jetzt einmal alles eingestellt ist, dann ist es auch echt cool zu benutzen. Jetzt auf die 29, schauen, dass ich auch beiliege. Und jetzt noch einmal die, also 29 plus 4, da sind wir bei 33 und das heißt, dass ich hier irgendwie, komisch. Einmal rumdrehen, dass wir auch oben gleich viele Bohrungen haben. Ja, jetzt passt. Ja, jetzt hat es hingehauen. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, nochmal zur Verdeutlichung, was ich hier eben eingestellt habe. Also, wenn diese Bohrlöcher hier nicht fluchten, dann ist unser Regalbrett später schief. Das habe ich eben eingestellt und wenn ich mir jetzt mal den Winkel hier oben an die Kante anlege, ja, dann sollte das hier genau genug sein auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier oben mal noch einmal schaue, ja, das passt auf jeden Fall. Hier sieht man zum Beispiel den Fehler, da habe ich den Anschlag auf einer geraden Zahl angesetzt und da bin ich halt eben einmal so diese Rasterung näher runtergekommen, habe dann daneben einfach die richtige Rasterung nochmal gebohrt. Sieht jetzt ein bisschen unschön aus, aber später, wenn Zeug im Regal drin ist, wird man das wahrscheinlich eh nicht mehr so sehen. So, nachdem ich jetzt alles zusammengeschraubt habe und mir die Rückwand zugeschnitten habe, werde ich jetzt erst ein bisschen Holzleim hier reinpacken, damit ich dann die Rückwand auch reinlegen kann. So. Für einen Werkstattschrank finde ich das jetzt schon super, super toll. Als nächstes müssen wir uns natürlich um die Zwischenböden kümmern. Normalerweise habe ich sie bis dato immer direkt festgeschraubt. Aber dank dieser Lochreihe können wir halt eben die Regalbretter jetzt lose herstellen und können sie später in der Höhe, wo wir sie auch eben brauchen, einstecken. Deswegen machen wir jetzt ein paar Regalböden.
Wie es aussieht, wenn die Regale drin sind, werde ich dir jetzt noch nicht zeigen. Als erstes kommt jetzt mal die Oberfläche und da werde ich dir mal einen coolen Trick zeigen. Bei diesem Projekt habe ich ja größtenteils gerade Flächen, die ich jetzt mit meinem Finish behandeln will. Ich benutze auch hier wieder mein eigenes Finish, das verlinke ich dir wie immer in der Videobeschreibung. Und da gibt es halt eben jetzt einen kleinen Trick, dass man das ein gutes Stück schneller behandelt bekommt. Dafür nehme ich mir jetzt einfach so einen Spatel, nehme einfach so ein bisschen Finish und kann das halt eben jetzt auf der Oberfläche schnell und gleichmäßig halt eben einreiben. Hier geht es wirklich nur darum, einmal überall das Finish drüber zu ziehen. Gleich werden wir dort noch einmal mit dem Lappen drüber gehen, damit der Überschuss auch schön weggerieben ist. Aber so diesen groben Überschuss bekommt er hiermit auch schon gut weggeschabt und so seid ihr halt echt sparsam mit dem Finish unterwegs. So, das ist jetzt alles eingerieben. Und jetzt gehe ich einfach kurz mit meinem Lappen drüber und kann halt eben den Überschuss entspannt abreiben. Das ist eine sehr, sehr schöne Oberfläche. Fühlt sich sehr, sehr geschmeidig an. So, als sechstes kann ich das Regal natürlich auch mal aufhängen. So, das hängt ganz schön schief, oder? Aber wie war das? Schief ist Englisch und Englisch ist modern. Schwer ist gar nicht, so schief sieht es gar nicht aus. Aber nehmen wir mal noch was runter. Jetzt sieht es schief, jetzt sieht es aber brutal schief aus, Alter. Komm, das ist okay. So schlimm ist das nicht. Nee. Reicht. Oh nee, fall nicht runter. Das ist schon ganz schön groß, ne? Also ich merke immer wieder, wie klein ich bin. Ich komme halt gerade so zur Hälfte. Naja, aber vollkommen okay. Jetzt machen wir mal die Zwischenböde. Ach, Mann. Boah, das ist schon cool, ne? Schon richtig cool. Ich kann jetzt einfach zählen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Und dann oben drüber das Loch. 1, 2, 3, 4, 5. Dann oben drüber das Loch. Danach kann ich mir ein Regalbrett schnappen und kann das hier reinlegen. Ups. Zack. Das Regal ist jetzt endlich an Ort und Stelle und ich denke, das Schöne ist halt einfach, dass man das in der Höhe variabel verstellen kann. Wenn ich da jetzt zum Beispiel die Oberfräse reinstellen würde, könnte ich einfach den Boden so ein bisschen nach oben verlegen, damit ich die Oberfräse halt auch eben ganz unten reinstellen kann und ich bin halt eben nicht mit den einzelnen Höhen gebunden. Das ist echt eine tolle Sache. Und vor allen Dingen war es halt eben einfach ein richtig gutes Übungsprojekt, gerade hier wieder mit dem Anleimer, die Birkenholzkanten ein bisschen zu verschönern und dann halt natürlich hier die Lochreihen, damit man das Ganze halt eben variabel verstellen kann. Da war ich in Dänemark und ich konnte einfach nicht widerstehen. Schaut euch mal das hier an. Es ist eine wunderschöne Blechdose. Aber kleiner Tipp, schaut immer in die Blechdosen rein, denn das, was vielleicht manchmal noch drin ist, ist viel cooler als die Blechdose an sich. Schaut euch mal diese Atemschutzmaske an. Ist das nicht abgefahren? Hier sind sogar noch Filter dabei. Ich glaube, die ist so aus den 40er Jahren. Jetzt habe ich endlich mal einen richtigen Atemschutz, wenn ich mit staubigem Zeug arbeite. War sogar, glaube ich, damals gegen Asbest. Müsst ihr euch mal vorstellen, da sind hier einfach diese Leinen dazwischen. Ganz, ganz abgefahren. Ich weiß, das ist eher so ein bisschen Museumsgegenstand, aber sowas braucht man doch, oder? Natürlich benutze ich sie nicht zum normalen Arbeiten. Ich benutze sie einfach nur zum schönen Anschauen. Everything for mine and industrial safety. Ich habe dafür auch nur 45, keine Euro, sondern dänische Kronen bezahlt. Also relativ günstig. Ich hoffe, niemand denkt jetzt, dass ich für 45 Euro so ein Teil mir kaufen würde. Um Gottes Willen, nein, aber für 6 Euro kann man sowas mal mitnehmen. Weil das braucht man ja natürlich. Ich will hier wieder betonen, das war nur eine Kleinigkeit, die man jetzt mit dieser Systembohrmaschine machen kann. Ich könnte jetzt auch das passende Topfband hier verschrauben und dieses 35er Loch könnte ich dann auch mit dieser Systembohrmaschine bohren und hätte da den genau richtigen Abstand. Aber, wie gesagt,
Stückchen für Stückchen will ich mich auch an diese Maschine ranarbeiten. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich verlinke dir jetzt hier oben noch ein Video und hier unten ein Video, falls dich das vielleicht interessiert. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.